Weiter geht's im Reigen der Interviews zur Landtagswahl 2013. Im Gespräch der Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich, Günther Steindl. Der Wahlkampfton wird rauer. Wie bewerten Sie den Wahlkampf? Also insgesamt muss ich feststellen, dass die ÖVP seit 2008 begonnen hat, uns als Landesfeinde, als Netzbeschmutzer, als Nestbeschmutzer, als Lügner zu titulieren, und das lehnen wir insgesamt ab. Innerhalb des Wahlkampfes gehört sich das nicht, auch außerhalb nicht, weil die Menschen im Land wollen, dass die Parteien zusammenarbeiten, Themen anpacken und für das Land arbeiten und nicht sich ständig beflegeln, so wie jetzt die zwei reiferen Herren Bröll und Straunach, die sich ja ausschließlich Unfreundlichkeiten ausrichten. Also wir stehen zu einer sachorientierten Politik, zu Inhalten, die unsere Programmatik ausmacht, und dafür steht auch unser Spitzenkandidat Dr. Sepp Leitner. Jetzt haben Sie die zwei älteren Herren angesprochen, Bröll und Straunach. Besteht hier auch nicht die Gefahr für die SPÖ, zwischen dieser Konfrontation zermahlen zu werden? Also jeder Bürger, und das ist die Mehrheit, jede Bürgerin, die sich mit Inhalten auseinandersetzt, weiß das, kann das ablesen bei uns im Internet, auf den Homepages, in den Zeitungen, wofür die SPÖ steht. Und ich glaube, dass die Menschen es auch satt haben, diese Streitereien, und eher auf Inhalte gehen. Und wir wollen eben haben, dass Seniorenzentren im ganzen Land errichtet werden, kleine, überschaubare, unter dem Motto, einen alten Baum verpflanzt man nicht, dass hier die Menschen auch dort alt werden können, wo sie das ganze Leben verbracht haben. Oder Kinderbetreuungsplätze, Grappelstuben, damit diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch wahr wird. Wir wollen niemand etwas aufzwingen, sondern wir wollen die Möglichkeiten schaffen. Und uns ist viel wichtiger, dass es in Niederösterreich 0% Jugendarbeitslosigkeit gibt, als wir, wenn zwei Herren mit reichlicher Lebenserfahrung sich Unfreundlichkeiten ausrichten. Und ich glaube, dass die SPÖ wirklich, die SPÖ wird ausgezeichnet damit, dass sie auf Inhalte setzt, dass sie keinen Personenkult betreibt wie andere, sondern dass wir nahe am Menschen sich kümmern um die wirklichen Anliegen der Menschen. Wahlkampf kostet Geld. Wie wird dieser Wahlkampf Ihrerseits finanziert? Also er wird finanziert in erster Linie aus Rücklagen, die wir gespart haben, und er wird finanziert aus Steuermitteln. Und wir sind eine der wenigen Parteien, die offiziell auch kundtun, wie hoch der Wahlkampf ist und wie hoch das Budget ist. Wir werden 2,5 Millionen ausgeben, unheimlich viel Geld für meine Begriffe. Wir wollten am Beginn ein Abkommen aller Parteien, dass wir dieses Geld beschränken, dass wir auch auf Plakatwände verzichten. Nur es waren, eine Partei war dagegen, es ist die ÖVP. Es wird kolportiert, dass die ÖVP insgesamt 18 Millionen Euro ausgibt. Alleine der Wahlkampfauftakt der ÖVP hat 1 Million Euro gekostet. Also hier wird Steuergeld verpulvert, und auch das unterscheidet uns zur ÖVP. 2,5 Millionen, wie gesagt, sehr viel Geld, aber doch um vieles, vieles weniger als die ÖVP ausgibt.